Werden wir noch sehen, das Glücksfeld ist noch vor mir. Ja, also er scheint ein wenig betrübt zu sein, das wäre ich auch. Und du kannst es nicht erreichen. Und Spanien. Und jetzt bist du darüber. Na, schade. Allerdings könnte ihn tatsächlich Karnak noch helfen. Nein! Auf alles! Ich meine, du kriegst noch Kohle. Da er jetzt zu hoch gewurstet hat, ist es tatsächlich wahrscheinlich. Da sehe ich eine in die Fresse. Ja, so ungefähr, aber ich wollte das nicht zerfassen, scheiße. Vor allem, wenn ich das Legendy-Waffen verliere. Das wissen wir ja alle, sehen. Gut. Und wir kämpfen schon wieder um 30 Minuten. Ja, durchweg. Genau genug. Yoshi ist pleite. Was? So wenig? Muss die Steuern erhöhen. Der blöde Geier unter uns. Ah, fuck, eigentlich hätte das Zeug erlesen müssen. Aber ja, der Schweizer hat mal aufgesetzt. Jetzt kommt der Österreicher. Ja. Oh ja, das ist schön. Apropos Fresse polieren. Schuh. Also zufällig ganz blutige Katzen. Das ist der Beste vielleicht auch die Tasche. Stimmt. Ja, gut, das übliche Prozedere, allerdings kommen hier auch andere Spielevents zum Einsatz. Du stellst ja schon mal so. Ja, ich stehe ganz gut. Ich stehe nämlich ganz am Rand. Man muss diese Viecher hier eindeutig entfernen. Man muss so lange wie möglich auf der Scholle drücken bleiben. Und es wird halt zunehmend immer schwieriger. Und momentan schwimmen meine Linsen auf den Augen auf. Und ich sehe gerade voll. Oh. Na? Ich bin eigentlich ein halbes Fahnen vermögen, ja auch nicht, und dann darf ich nicht. Ja, leider hast du das. Ich glaube, das dauert schon leider. Na! Oh. Ja, wir können leider nicht sehr viel kommentieren. Weil jeder quasi in sein Leben kämpft. Ja, und zwar um einen beträchtlichen Ansatz an Linken. Ja, nichts Falsches drücken. die endlose Fette. Das endlose Fette. Oder die endlose Fette. Nein! Boah! Ich bin rum! Haut Tanz runter! Nein, es ist jeder gegen jeden. Und genauso fair werden wir das auch handhaben. Oh. Vor allem den Tod, da schlägt man einen manchmal auch drüber. Fällt mir auf. Man kann andere auf jeden Fall draufbringen, wegkicken, wegschlagen. Es gibt verschiedenste Art und Weise, die sich wissen soll. Wortwörtlich. Ganz ehrlich, tun wir die Finger auch schon weh, beziehungsweise den Daumen. Weil du jetzt am Ende bist, ehrlich gesagt nicht. Weil Yoshi alleine ist kein Gegner. Fahren, aber ich finde es teilweise unfair. Lakito, geh aus dem Bild vielleicht. Aber Yoshi stellt sich leider sehr gut an. Wer wird dieses Duell der Giganten gewinnen? Vermutlich nicht. Warum?
Ja, ja. Ja! Ah, yeah! Alter! So knapp wie es nur gegangen ist! Oh mein Gott! Was passiert eigentlich, wenn beide gleichzeitig oben fallen? Boah! Beide gleicher Platz! Super! Ich bin pleite! Bitte du scheiß Hexe oder Zauberer oder was immer du bist! Kadek! Es ist ein Kame. S! Nennen wir es S. S ist eine Missgeburt. Jetzt schauen wir mal auf die Übersicht, was ist mit dem Problem. Das Bonusfeld erreichst du knapp nicht. Ja, der Schafwürfel, der geht nicht ins Bild, oder? Du könntest es entweder ausbessern, indem du auf das Donkey Kong Feld bist, da schenkst du ihm allerdings einen Stern und ihm das. Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Allerdings würde ich dir persönlich reinlaufen lassen, daher kaum noch den Kraftpunkt hat. Und wenn er jetzt über eine 4 würfelt, was definitiv wahrscheinlich ist, wäre es wahrscheinlich am besten, wenn ich den Schafwürfel und alles auf dem Blaufeld und du würfelst einfach drauf. Wo ist eigentlich das letzte auf dem in dem Waggon, wo ich dort bin, das letzte gelb-grüne Feld? Das letzte grüne Feld ist das Karmic-Feld. Perfekt! Nein. Das ist das Diebstahlfeld. Ich wende mich jetzt an ein Schaf verworfen, ich bin da als zwei Hauptfahrer. Was hast du denn? Auf dem Dauerfeld. Dann brauchst du eine 4. Würfel eine 2, würfel eine 2. Ja, das ist nur 2 schenkst du ihm. Würfel eine 2! Gut, mach einen. Jetzt! 3, jetzt! Egal, du bist trotzdem noch eine Runde. Der 3 wär besser gewesen. Ja, das braucht man gleich das nächste Blaue-Feld an. Egal. Du hast schon recht, auch wenn du bald weg sein musst. Du musst so schnell wie möglich das einfach vorbeugen. Planiert. Ja, weil nämlich du bist der Einzige, der außer mir noch nur zwei Steine hat. Also nein, ich verliere das. Planiert. Du bist der Einzige, der noch einholen kann. Voll. Obwohl. Immer 10? Ist es 10? Nein, es reicht nur die 20 in den 50 gekommen. Oh, interessant. Aber naja, ich habe ja meine 3 Sterne dann noch immer, oder besser gesagt. 4. Oh nein, 5 dann. Okay. Und ich schon nur. Naja. Ist nicht unbedingt das, was ich erwartet. Wenn er jetzt aber auf das Kamek-Feld kommt. Ja, dann ist er wahr. Und jetzt werde ich ihn natürlich auch wieder voll ausrüsten. Ich werde versuchen, ihn einzuholen. Und das Duellbonbon einzuholen. Das Blöde für ihn natürlich erst nach mir dran. Und ich hoffe, vielleicht kannst du ihn sicher vom Bauch erfüllen, ne? Das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Aber ich glaube eher nicht. Nein, ich lande im selben Feld im Toe. Yay! Ja, jetzt ist ein bisschen besser. Und ich mach safe. Dass ich 3x 1, ja, das hin. So, kratzt du mir den Arsch? Nicht den Arsch, den du hast, den Dreher. Wobei, wenn ich zu ihm 3x 1 gehe, dann würde er danach in den Kuchen kommen. Ja, was aber egal ist, wenn ich ihn einhole und dann darf ich schnell nicht passieren. Es gibt ja am Ende noch Bonussterne, was geht. Er kratzt sich wieder den Arsch. Ich kratze den Arsch, züchte mir den Gurt. Welchen Gurt? Du gutes Timing, Knochentrocken. Und vielen Dank, danke Kang für Wiesbach. Wow. Ja, du hast solches Glück. The luck is with me today.
It's very well English. Nee, I know, my English is very bad. It's almost... My favorite. Your friend, your boyfriend. No. Then please, halte dich ab, wenn ich deine Schulden weg Ja, das ist... Aber ich werde dich ab, wenn ich dich mal stehen kann. Ja, bitte. Wegen der Sprache an sich oder wegen der Art und Weise, was ich gelernt habe? Wegen der Sprache an sich, ich habe gerne zu dem Spanisch, der ja dann irrelevant ist, wenn ich mir Zufall ziehe, wenn ich mir noch vorher habe. Und weil ich mir denke, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Die Sprache oder Spanisch an sich? Oder was meinst du? Ach ja. Ja, da muss ich aufstehen. Ach, da unten hast du das Kabel rückfahren. Wenn das Kabel rückfahren, dann ist genau so. Das ist gut. Ah, einfach zuschlagen, wenn der Ball kommt, okay? Was ist denn los, ey? Also definitiv gewonnen hat der Tod mit 19 von 20. Meinen Rekord hat da angeklappt, aber leider nicht getroffen. Es wäre bei 20 möglich gewesen, jetzt kann er sich einen Stern kaufen, wenn er möchte. Ja, ich habe sogar einmal die Möglichkeit dazu. Ermöglicht wurde das dadurch, dass ich bei diesem einen Playstation-Beispiel damals Jungle Party, wenn es jemand von euch kennt, da gibt es das Elefantenface soll. Geiles Product Placement, mein Lieber. Geiles Product. Ich wollte nicht Product Placement machen, ich wollte nur erklären, warum ich das nicht in der Bühne habe. Ah, die letzte Punkt, oder wie? Mhm. Ja, Yoshi, die Arme ist auch. Und die nächste Runde ist natürlich auf dem richtigen Platz. Nein, der richtige. Nein, das ist nicht der richtige Platz. Der richtige Platz wäre das Grab. Ja, jetzt bekommt nochmal der Noob, der letzter ist, einer zum Wort. Ein Blöd. Über das Duell von Bond. Dadurch hat schon nur einiger Computer gegen. Ja, und jetzt kommt auf jedes Feld eine Minute. Oder? Der Freitag für den Haken mit 5 Minuten. Oder rote Felder, ich vielleicht auch. Rote Felder enthalten auch eine Münze. Nein, rote Felder in 5 Münzen. Ah! Gut. Ja, jetzt musst du das Doppelbombo greifen. Das Triple. Würde mit einem normalen Würfel wahrscheinlich auch nicht kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber du würdest mehr Geld machen. Weil der Unterschied dazu wäre nämlich, dass du jetzt schnell Sterne aufholen musst. Das heißt, es wäre praktisch sicher, wenn du es auch schnell machst. Wäre ein bisschen besser. Na gut, schauen wir mal, ich hätte drei Zahlen im Beutel. Das wäre schön. Ich wüsste eigentlich überhaupt nicht, dass ich mit so viel Geld anfange, aber Autos interessieren mich eigentlich nicht. Ich würd eine Villa kaufen und dann allen möglichen teuren Scheiß machen. Und kaufen und bauen. Und Waffen würde ich auch sammeln. Das ist auf dem ganzen Weg versprochen und zu nehmen. Gönn ich mir eine Weile. Schau, du musst es so nennen, wie es ist. Geh auf der Höhle. Ich hab das versprochen. Sandra. Hey, Schmick, du hast nicht mehr genug Geld für den Stern. Ah, ha, ha. Nein, das ist unser letzter. Reg. Ja, das war unüberlegt. Ja, das kommt gut hin. Und jetzt hat das wieder. Jetzt hätte es wieder. Ich glaube aber, den Münzstern sollte sie gegen in der Bonus-Stage bekommen eindeutig, weil ich habe die meisten Münzen bisher gesammelt.
Mini-Stile weiß ich gar nicht. Denn hier kannst du ein Bonbon aufhauen. Das sind mit 10 Münzen. Bonbon für 10 Münzen. Würde ich nicht empfehlen, weil du kannst ihn, wenn du 4 würfelst, mehr Münzen rausholen als die B. Ja. Aber eigentlich nur darum zu dürfen. Aber es ist eine alte Lady. Es ist komplett egal, er sollte versuchen, dass er Münzen bekommt und eine Sterne kaufen kann. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte so unbedingt haben, dieses Bonbon. Es ist eine programmierte Formel mit einer Art von Figur. Ich bin kein Vorhersagedenker. Wie dumm kann eine Person sein, bitte, danke. Man hast du sogar ins Mitglied gesprochen, ohne dass du dich auffordern musst. Ja, das muss die Welt erfahren. Dein Hund gibt auch sein. Hashtag Mario World. Dreck. Hast du einen Schnappenwurf? Das einzige, was ich noch machen muss, ist die für 3-4 Runden aus dem Weg zu gehen. Wenn du das Problem mit den Bonussternen dann nicht mehr. Ja. Ja, das ist natürlich das Problem der Bonussterne. Die können nämlich sehr, sehr viel machen. Ja, das ich habe selber das Spiel gespielt und ja. Er kennt das Ganze mit jeder Realität. Minispiel und Geld sind eins. Den Rest habe ich jetzt wenig Überblick. Bei den Goldfelder? Wer gewinnt denn dort wohl? Es gibt, glaube ich, keine Tipps. Dann ist es hier noch nie. Obwohl, was passiert, wenn ich die Folge in einem Duell-Bonbon einhole und die Siegen gewinne? Dann hast du sicher gewonnen. Nein, es muss nicht mit Absicht so passieren. Wenn du gewinnst, kannst du jetzt wahrscheinlich. Ja, das ist. Aber ich glaube, jetzt wo ich dein Können an einer Messlatte habe, kann ich ungefähr schätzen, dass ich sehr wenig Chancen habe. Vor allem, wenn so ein Denkspiel kommt. Ich bin ja definitiv die Platin darin. Kommt drauf an, welches Denkspiel? Das Dreier. Das hat bei mir nur einmal funktioniert. Dann eigentlich nie wieder. Das ist mir jetzt aber in dem Fall sogar egal. Du könntest jetzt. Ich probier's. Ich habe nachher die Möglichkeit, mit einem Minispiel auszugehen. Ich weiß nicht, das ist halt das Problem, aber wenn ich schon über dich drüber laufe, dann würde ich dir wenigstens eine reinhauen. Ja, das ist jetzt ein weil ich habe immer noch 17 Minuten besitze. Und zweitens schaffst du es nicht! Ja, gut, bitte. Ich würde dich auch interessieren, wie dieser Kopf daran laufen konnte. Ah, das ist ein Stein. Gut, dann fällst du wieder vor mir. Ja, warum nicht das funktioniert? Ja. Yoshi, das ist überhaupt das größte Opfer. Was planieren wir ihn? Ja. Wenn wir es dann wieder richtig in die Spitze gehen. Oh. Ja. Weißt du die Strecke noch auswendig? Ja, so ungefähr. Ja. Ich kenne das Minispiel zwar, aber von meinem Aktenspeicherstand hier wie. Steuerungszahlen aktiviert und wir vorwärts und rechts links. Ja, du solltest vielleicht ein wenig aufbauen. Also kannst du das von deiner Position aus? Ich glaube schon. Also bisher hat es gut funktioniert immer. Ja, soll ich das Mikrofon essen oder was? Ja, das musst immer auf die Autospur. Ah, okay. Du siehst es vorne eh. Warum sind da übrigens zwei Audiospuren? Weil eine für den Sub-Sound und eine für den Pop-Sound gewartet ist. Verstehe. Du nimmst halt beides mit dem Link an und auf.
Avoiding. Es ist nur ein Stinke, Yoshi. Kein Problem. Oh. Weich aus! Achtung, rechts! Mitte! Links! Wie kann es kommen, dass ich der einzige bin, der momentan noch lebt? Es ist egal, wir gewinnen alle, wenn er gewinnt. Rechts, 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 rechts. Zentral! Perfekt, hast du. Yeah. Perfekt. Es haben alle gewonnen, wenn einer der drei gewinnt. Sehr gut, die menschlichen Spieler haben die diskutiert über Blocken. Und auch hierbei können sich eine Begründung rückführend auf Videospiele anführen, warum ich diese nicht gewonnen habe. Ja, aber wir machen nicht kein Product Placement. Ja, und außerdem. Hugo! Ja, ganz richtig. Was? Fuck, ich sag auf das. Der ist wirklich ehrlich gesagt nicht allein. Du bist dann zu traurig. Vertrauen, ich möchte dir nicht verlieren. Jetzt, jetzt wird's nochmal heiß. Ja, es hat 40 Grad, also. Du bist ein Arsch! Er macht das Fenster auf und spuckt. Burg, ich hab nicht gefurzt. Ich hab...